Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Yugasi. Hallo und willkommen zu Yugasi. Okay, ausnahmsweise. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Yu-Gi-Oh! Legacy of... Hallo und willkommen zu einem neuen Part von Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist Link Evolution mit dem guten alten Marco. Jawohl, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, und meiner Wenigkeit Aaron. Und jetzt geht's los mit Keefs Blechlawine. Das zweite Halbfinale war Joey gegen Bandit Keef. Um im Duell anzutreten, musste jeder Teilnehmer seine Turnierkarte vorlegen, die Joey schockierend nicht hatte. Unerkannt zu Joey stahl Bandit Keef Joeys Eintrittskarte in der Nacht zuvor. Durch die Regeln des Turniers wurden Joey 5 Minuten gewährt, um seine Karte zu finden oder würde disqualifiziert werden. Das wäre jetzt eigentlich auch cool, wenn es so ein RPG wäre, man müsste jetzt die Karte finden in der Zeit oder so. Joey suchte überall, aber konnte sie nicht finden. Auf dem Weg zurück in die Arena brach er auf dem Flur zusammen. Entschuldigung, Schwester, ich kam nah, sehr nah. Komm hoch vom Boden, Joey, und beende das Weinen endlich. Du siehst aus wie ein großes Baby. Wer weint? Ich habe etwas in meinen Augen bekommen. Die dumme Sache kommt nicht raus. Mai reichte ihm ein Stofftaschentuch. Hier, blass nur nicht deine Rotznase da rein. Weißt du, dass jedes Mal, wenn ich denke, ich habe dich... Was? Ich habe dich herausgefunden. Ich habe dich herausgefunden, überraschst du mich. Hä? Thea erzählte mir über deine kleine Schwester, wie du dich duellierst, um das Preisgeld des Turniers für sie zu gewinnen, so dass sie ihre Operation haben kann. Klang wie eine schlechte Seifenoper, um ehrlich zu sein, aber dann... Wer liebt nicht eine schlechte Seifenoper? Wie auch immer, wir sehen uns, Süße. Okay. Als Mai ging, bemerkte Joey, dass sie ihre Turnierkarte im Soft-Taschentuch versteckt hatte. Warte, Mai! Nimm sie, ich brauch sie nicht mehr. Eine Sache aber. Hä? Nimm Bandit Keef auseinander. Joey rannte zurück in die Arena. So, der Punk kommt, um uns schlechte Nachrichten zu geben, oder? Lass mich raten, du konntest die Karte nirgends finden. Also ich weiß jetzt nicht, ich denke mal, es wird jetzt eh gleich ausgelöst, aber für alle, die es nicht wissen, natürlich war es Bandit Keef, der die Karte entwendet hat. Das haben sie doch davor gesagt, Kumpel. Echt? Ja, stand doch da. Okay. Wovon redest du? Ich habe sie genau hier. In Ordnung, Keef, Zeit zum Duell. Zu deiner Verteidigung, bevor ich das lese, Kumpel, das Spiel ist so schlecht geschrieben zum Teil, da hätte ich es auch nicht gleich mitbekommen. Hm. Okay, weißt du, ein Teil von mir wollte, dass du es schaffst. Ein nettes kleines Aufwärmspiel könnte mir gut tun. Ich werde dich aufwärmen und erledigen. Sag mir, wie fühlt es sich an, als Amateur gegen den internationalen Duell-Champion anzutreten? Oh, die Intercontinental Meisterschaft. Ich könnte einen besseren Preis in einer Cornflakes-Box gewinnen. Punk, ich werde dich lernen, meinen Titel zu respektieren. Echt? Naja. Priesterliches Siegel der Reflexion. Okay. Jetzt bin ich mal gespannt, was Bandit Keef dir alles sagt. Er spielt als zweites, Alter, Junge. Weil wir haben im letzten Part noch drüber geredet, ob wir mal als erstes spielen. Das ist jetzt aber saugruselig, denn das ist ja so wie ein... Ah, ne, in der Serie hat er angefangen. Jo. Du hast 7 Fusionsmonster? Okay. Auch interessant. Was macht der gute Bandit Keef? Okay. Oh. Gut, die Karte scheint da öfters zu haben. Schade. Das ist nicht gut. Nee. Das ist auch nicht gut. Oh. Cool, der Pistolendrache, den mag ich. Jetzt nicht, wenn er gegen mich gespielt wird, aber... Was genau, Wenn er, richtig redet, geht der Monster kaputt. Das kann er einmal pro Runde machen. Ach so. Hey, 3-3. Du hast nix in deinem Deck, was annähernd so stark ist. Das stimmt, also ich kann jetzt schon aufgeben. was ziehe ich denn jetzt Schönes? Ja, perfekt. Du hast aber immer noch den Babydrachen Kutschi Kutschi. Ja, ich glaube, das wird mir auch helfen. Tja. Das Problem ist halt,
Den Feldzauber kannst du ja auch benutzen und Lebenspunkte opfern, um was Starkes zu spielen, aber der rote Augendrache hat keine Chance gegen den Pistolendrachen. Also, ja. Cool. Oh. Was spielt er denn noch? Schwertschwinger. Wäre nur 1-4 mit 5 Sternen. Das ist. Was ist das denn für eine schlechte Karte? Gut. Im ersten Yu-Gi-Oh! Musste man ja nichts opfern, Kumpel in der Serie. Also. Ja. Aber ja. Das ist wirklich eine krass gute Karte. Cool, ich habe 2 Rotaugen drauf, die mir nichts. Doch, du kannst den Schwertschwinger erledigen damit. Aber das kostet dich 2. Du verlierst jetzt so oder so, ist eigentlich egal. Noch nicht. Aber du hättest zum Rotaugen die Animation mal zeigen können. Ja, aber ich spiele noch auf Sieg, deswegen möchte ich das jetzt nicht. Das stimmt. Außer er zerstört ihn jetzt irgendwie. Wenn er dreimal Silber hat oder so, ist es nur kaputt. Okay. Sag mal! Ey, sogar alle drei. Ich glaube, 2 braucht er nur. Tut mir leid, Kumpel. Aber der hat gesagt, der zeigt sie jetzt erstmal, weil du so respektlos warst mit der Müsli-Packung. Hat ja geklappt. Den machst du fertig, alter Junge. Ich habe auch zu Aaron vor dem Part gesagt, weil wir hatten ja jetzt 2 kurze Matches mit dem Thea-Match und mit dem letzten, wo Aaron gespielt hat, dass ich jetzt einen neuen Rekord aufstelle, hat es nicht ganz geklappt, aber außer ich bei den Kiefer jetzt in der Zeit gewonnen. Ja. Gut, aber dann wäre ja schon mein erster Part Rekord. Ja, das stimmt natürlich. Oh. Du kannst aber auf jeden Fall mal gucken, was wir in dem Fusionsdeck drin haben, Alter. Ja, ich guck's mir gleich mal an. Wir haben auch so jetzt bessere Karten. Ich meine, das habe ich jetzt nur, weil wir Top 3 hier haben. Du weißt, der Zeitzauber hat mir auf den Hintern gerettet. Ja, aber ob es dann bei mir klappt, ist die andere Frage. Sicherlich nicht. Oh, wenn wir so eine Fusionskarte haben. Ah, stimmt, gilt hier, okay. Ja, was brauchen wir für den? Wächter des Labyrinths, Beschützer des Throns? Alter, das sind halt beides Monster, wo 1800 haben und der 1850. Ja, zumindest haben wir einmal den 1000-Drachen. Nee, wir haben ihn sogar öfter. 300. Ja, gut. Ist jetzt nicht so schlecht, ja. aber vielleicht ziehen wir jetzt eine Fusionskarte. Das wäre cool, weil der 1000-Jährige wäre auf jeden Fall ganz gut. Ja. Nein, aber noch ein Baby-Drachen. Alter, diese Karte die sind so mächtig. Ah, ne, das ist ja eh ein 5-Sterne-Monster. Puh. Dann bleibt mir nichts anderes übrig, als einen meiner Baby-Drachen zu opfern. Ah, ne, halt, ich hab da noch was anderes. Jetzt habe ich ihn ausgewählt. Ja. Aber viel mehr kannst du jetzt eh nicht machen. Nee, außerdem. Fallenkarte hätte ich jetzt auch noch nicht gespielt, wenn er sie zerstören will. Hat mir eben schon Glück gebracht, mit Babydrachen anzufangen, deswegen. Ja. Was spielt der? Antikes Werkzeug, what the hell? Okay. Coole, verrückte Maschinen auf jeden Fall, aber. Ja, die mir gefallen die Karten, aber die sind im echten Spiel wären die ja damals schon scheiße gewesen. Ja. Oh. Metal Morph ist ziemlich krass, also die ist ziemlich cool. Was macht die? Ja, die gibt ihm 300 und immer wenn er dich angreift, kriegt er die Hälfte von deinem Monster noch einen Angriff dazu. Was ist das? Wähle ein offenes die Monster. Die Hälfte der Angriffspunkte von deinem Monster, wo er angreift, kriegt er dazu. Rüste das Gehirn. Ja, steht hier anscheinend nicht in dem Spiel. Er hält es nur während des Damage Steps. Ja, 300. Die Hälfte der Attacke noch extra dazu steht rund. Ah. Oh, okay, krass. Aber nur wenn er dich angreift, wenn du ihn angreifst, bleibst du bei 2000. Ja. Also, und du hast Spielkraft, cool. Ja, das ist, wollte gerade sagen, das ist wahrscheinlich in dem Fall sinnvoller. Ultimator, wenn du den im Angriff spielst, kann er nicht widerstehen und angreifen. Das wäre natürlich noch besser, wenn er dann noch ein Monster extra spielt, halt, hey. Probieren wir es aus, was soll's. Hey, mit Ultimator hat Joey immerhin bei uns im Anime erledigt. Siehst du? So. Wenn ein Monster das Gegner angreifen will, das. Rüste, dass wir. Die brauchen wir jetzt nicht. Mhm. Sehe ich genauso. Ich hoffe, der spielt noch irgendwas, damit es noch ekliger für ihn wird. Hoffe ich auch. Das ist sogar noch besser. Hoffentlich noch was Starkes. Ja, perfekt. Ja, super. Das ist wirklich nicht schlecht, solange er jetzt nicht. Richtig gut. Der kann nur damit Monster zerstören, Kumpel, wenn überhaupt. Was auch. Ja. Ja. Hat eh nicht geklappt. Aber es wäre auch. Ja, ja, doch, wir brauchen ihn. Die Karte aktivieren? Nein. Cool, jetzt kannst du aber die Karte für deine Rotauge benutzen in der nächsten Runde, alter Junge. Sein Mausoleum, sein eigenes. Mhm. Was muss man denn da überhaupt machen? Musst du nur auf die Karte draufklicken und 2000 Lebenspunkte auswählen und nicht 1000, weil sonst müsstest du den Lava-Kampfwächter spielen und das wollen wir nicht. Während einer beliebigen Main-Phase, der Zugspieler kann 1000 Lebenspunkte. 2000 für den Rotaugen. Cool. Ja.
Dann beschwöre ich aber erstmal den hier noch. Dann kannst du den Rotarm nicht spielen. Warum nicht? Weil es keine Spezialbeschwörung ist, das Ding. Ach so. Oder? Ja, gut, nee, dann machen wir es erstmal so rum. Ja, machen wir es erstmal so rum. Genau. Der Rotauge hat doch bestimmt eine Animation, oder? Ich hoffe es doch. Falls ja, sehen wir sie jetzt. Ja, zum ersten Mal. Weil wir hatten mit Joey noch nie einen Rotauge auf dem Feld gerade. Nice. Oh, ja, die drei Klassiker, Kumpel. Stimmt. Und du hattest recht. Also gut, dass ich so jetzt gemacht habe. Glaubst du, dass Bandit Keith diesen Pistolendrachen nochmal hat? Möglich ist es. Gut, aber wenn er ihn jetzt nicht in der Runde zieht, ist es egal, weil sein Hach hat dann nicht mehr genug Lebenspunkte und eh verloren. Ja. Wir schauen einfach mal. Und wie viel Glück müsste der jetzt haben, dass er ihn jetzt zieht? Und wie viel Pech müssten wir haben? Also alles wie immer. Ah. Hä, hey, das macht ja gar keinen Sinn. Falsch. Ah. Ah, okay, ich wollte. Ja, gut. Verdammt, ich wollte noch sagen, ich spiele noch den Boomerang. Egal. Ich hätte ja leider die Fallenkarte legen sollen, weil dann hätten wir ihn gehabt. Ja. Das war leider dumm. Ah, die Slot-Maschinen. Okay, ja. Das war ein bisschen nachsichtig von mir. So, warte mal, was. Wie viel Verteidigung hat er denn? 2300. Scheiße, Mann. Ja, das bringt dir leider auch nicht viel. Du könntest. Da eine Option hättest du theoretisch, aber. Ich weiß, du meinst den Zahlzauberer. Weil sonst besiegen. Nö. Alle Monster davon. Ja. Ich warte noch kurz. Wie gesagt, ich ärgere mich, dass ich die hier nicht gesetzt hatte, aber. Jetzt bringt sie mir leider nichts mehr. Aber damit es uns nervt. Warte noch. Setz noch, genau. Ich weiß, Ultimato ist unglaublich mächtig, aber. Ja. Slot-Maschinen. Mein Gott, das bringt ihm eh nichts. Was will er mit dem Feldzauber? Öfter spielen, als er ihn eh schon hat. Hä? Damit du ihn nicht mehr benutzen kannst. Okay. War sogar ganz clever. Stimmt tatsächlich, sonst hätte ich ja meinen Lava-Krieger. Das bringt mir nichts, also nein. Ja, mit Lava-Kämpfer. Den du ja sowieso jetzt in der nächsten Runde spielen kannst. Und wenn du dann Metal Morph auf ihn spielst, bist du sogar stärker als eine Slot-Maschine. Das ist gut. Aber jetzt vielleicht ziehst du auch noch was Knackiges. Ja. Und? Oh! Ja, jetzt ist gut, dass er, also für ihn, dass er es eingesetzt hat. Mhm. Warte nochmal, lass mal kurz rechnen. Der hat dann 1,85 und dann kriegt er die Hälfte dazu. 1, 2, ja, ja. Das reicht auf jeden Fall, wenn du dann noch den Metal Morph drauf aktivierst. Dann reicht es, um Slot Machine zu besiegen. Aber er muss mich angreifen, oder? Nee, du musst ihn angreifen. Ah. Du kannst aber Metal Morph trotzdem jetzt schon aktivieren. Ja. Na gut, und wenn nicht, hätte ich auch die noch gehabt. Aber wenn es so schon reicht, ist ja egal. Gut. Ja, das reicht so auf jeden Fall. Also. Naja, alles gut. Ich glaube dir nicht, dass alles gut ist. Ich wette, du beendest jetzt deine Runde, damit er dich zerstören kann. Ja. Echt? Perfekt. Nö, das ist der Boomerang. Den brauchen wir ja eh nicht. Sag mal! Jetzt hat er noch 400 Lebenspunkte, also. Er hält auf jeden Fall lange durch, dadurch, dass ich die Kunai nicht aktiviert habe vorhin. Aber der ist am Ende. Also, das bezweifle ich sehr stark, dass er jetzt nochmal zurückkommt. Also, ein Feldzauber bringt ihm nichts mehr. Ja. Und Siegen wird er jetzt auch nicht so ihn da rettet. Mhm. Außer Exodia als eine Karte und das Gegner wahrscheinlich. Echt? Das könnte sein, okay. Ich kann aber noch meinen Zeitzauberer spielen und aktivieren. Das wäre eine Idee. Mach ich jetzt auch. Echt? Weil du noch verlieren willst. So.
Das war's. Ja, von mir aus aktiviert sie es halt. Oh Gott. Die Karte. Was das jetzt noch von Bedeutung ist. Ja, ich hab verloren, aber. Auf keinen Fall, er hat mich geschlagen. Dieses Duell zählt nicht. Oh Mann, dann müssen wir es nochmal machen, oder? Ja. Die Eintrittskarte, die Joey zeigt ihn, die war nicht mal seine. Daher sollte das Duell nicht zählen, er sollte disqualifiziert werden. Er hat recht, meine Karte war weg. Also gab mir Mai Ehre. Aber sag mal, Keith, wie konntest du wissen, dass es nicht meine Karte war? Ups. Ich bin ganz Ohr, also warum erklärst du es mir nicht? Er muss nicht. Es ist klar, dass Keith die Karte von Joey gestohlen hat. Deshalb ist er sich so sicher, dass du nie in der Lage warst, sie zu finden. Nehmt den Schurken weg. Weit weg. Okay. Nein! Gut. Sehr gut. Ja doch, war doch wieder schön. Und im nächsten Part hat Aaron die Ehre gegen seinen Freund Beste Joey. Beste Freunde, harte Gegner. Ja, das wird wieder interessant und wir hoffen, dass ihr dann wieder dabei sein werdet. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Ciao.